Hallo zusammen. Ich setze heute meine Andachtsserie weiter fort und es geht immer noch um Dinge, die Gott hasst. Letztes Mal ging es um stolzen Blick. Heute wird es um falsche Zunge gehen. Davon lesen wir in Sprüche 6, Vers 17. Laut Kapitel 6, falsche Zunge ist sowas wie Verdrehung von Wahrheit, von Fakten. Jemand also, der einem bewusst hinters Licht führt, Verbreitung der Lüge, also hiermit ist gemeint. In der Regel schätzen wir zwar die Wahrheit, doch zugleich nehmen wir es nicht so genau mit unseren Worten. Dabei lehrt und warnt uns die Schrift recht deutlich, dass Gott alle unsere Worte haargenau nimmt. In Matthäus 12, Vers 36 lesen wir: Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Was wir vergessen, die Worte haben Macht und Wirkung. Sie haben Wirkung und Bedeutung wie kaum etwas anderes. In der Tat, gerade unsere Worte verraten mehr, als uns es lieb ist. Und wir versündigen uns mit Zunge am meisten. Bei falscher Zunge jedoch geht es um mehr als unbedachtes Reden. Hier ist die Rede von inzwischen einer Gewohnheit, gewöhnlicher Art zu lügen. Menschen also die Lüge liebgewonnen haben und davon nicht lassen wollen und können. Allein im Buch der Sprüche wird mehr als 30 Mal vor der Lüge gewarnt. Lügen haben kurze Beine. Damit kommt man nicht weit. Lügner feiern nur kurzfristig ihren Erfolg, doch irgendwann mal fliegen sie als solche auf. Lügner werden vor Gott laut Offenbarung 22, Vers 15 nicht bestehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hure und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. So heißt es hier. Keiner, nehme ich an, möchte angelogen werden. Es ist keine schöne Erfahrung, angelogen zu werden. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ist heute begehrenswert und selten. Im Grunde genommen würde fast jeder sagen, dass Lügen nicht okay, nicht gut wäre. Doch wie schlimm ist Lügen wirklich? Lügner sind mit Zauberer, Ehebrecher und Mörder zusammen in der Bibel aufgelistet. Und das heißt, die Gewichtung dieser Sünde ist in Gottes Augen enorm. Lügen ist Gott fremd, abscheulich, wider, denn er ist die Wahrheit in Person. Falsche Zunge dagegen dient treu dem Teufel. Das verehrt ihm am meisten. Falscher Mensch verdreht die Fakten und stellt jemanden bewusst in falsches Licht, um demjenigen zu schaden, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Solch ein Mensch ist in der Regel von Ehrgeiz und Neid geplagt. Solch ein Mensch richtet enormen Schaden an, da wo er nur kann. Somit manipuliert er und treibt sein Spiel, und zwar nach seinen Spielregeln. Solch ein Mensch kann Erfolg des anderen nicht feiern. Er macht alles nur noch schlecht. Erfolg des anderen versetzt einem Lügner in Angst, Schrecken und Unruhe. Alles Schlechtreden dagegen ist Balsam für solch eine Seele. Vermutlich hatte jeder von uns mit solchen Menschen zu tun. Es sind Leute, die ständig über andere herziehen und scheinbar nichts anderes und nichts Besseres zu tun haben. Denen ist nichts lieber als das, nichts süßer als eine Lüge. Solche Menschen begehren die Kontrolle und halten sich für sehr klug, raffiniert und tun so, als ob sie eigentlich um das Wohl der anderen bemüht sind. Gerne spricht er oder sie in Betrieb stellvertretend für andere. Dabei geht es ihm aber überwiegend um Persönliches. Solch ein Mensch ist neugierig und stellt gerne persönliche Fragen. Er weiß über jeden und alles Bescheid und redet mit jedem über jeden. Er ist sehr misstrauisch und nachtragend, vor allem aber unsicher. Lügner können sogar religiös sein, denn sie widersprechen laut 1. Timotheusbrief der gesunden Lehre, widerstehen der Wahrheit und verbreiten oft Irrlehren und Gerüchte. Sie bringen oft Diener Gottes in Verruf, ohne dabei nur ein bisschen schlechtes Gewissen zu haben. Das entspricht ihrer verdorbenen Natur.
Das ist eine Welt für sich, eine Welt voller Intrigen und Hinterlist. Das ist eine Welt voller Heuchelei und Selbstbetrug. Ein Lügner glaubt in der Regel tatsächlich das, was er verbreitet. Bevor er lügt, hat er sich bereits auf eine Lüge eingelassen. Ein amerikanischer Schriftsteller sagte in diesem Zusammenhang, wir lügen am besten, wenn wir uns selbst belügen. Lüge kann somit zu einer Gewohnheit werden, wenn wir unseren Gedanken unfiltriert gären lassen, diese Gedanken auf uns einwirken lassen. Die Bibel warnt uns, Gemeinschaft mit Lügnern zu pflegen, denn diese Sünde ist hoch ansteckend. Lüge ist verlockend, sensationell, spektakulär und süß, doch sie ist voller Gift, dazu noch dämonisch zugleich. Mit Lüge begeht man die Verleumdung, Mobbing, Streit und Zwietracht. Freundschaft hört damit auf, Vertrauen ist hiermit weg. Mit Lüge begeht man Rufmord. Du magst vielleicht denken, es gibt doch aber bestimmte Situationen, wo das angebracht ist. Nicht umsonst heißt es, es gibt sowas wie Notlüge. Jean-Claude Juncker, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission, hochrangiger Politiker, also gestand, wenn es ernst wird, muss man lügen. Das ist eine Lüge. Muss man wirklich lügen? Und rettet die Lüge wirklich? Für einen Augenblick kann die Lüge tatsächlich einem retten. Das stimmt. Doch für wie lange? Und vor wem? Garantiert nicht vor Gott. Mit Lüge rettet man auch nicht seine eigene Ehe. Man rettet damit auch seinen Job nicht. Denn Lüge wird mit der Zeit nur noch schlimmer, größer und unbändiger. Ob es um Betrug geht oder um eine Affäre oder um eine Abhängigkeit. Martin Luther sagte, die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Somit wird man am Ende von seiner eigenen Lüge überrollt. Lüge bringt mich und dich nicht weit. Die Wahrheit dagegen ist unser wahres Zuhause, ein sicherer Ort der Geborgenheit, ein heller Ort. Somit will ich uns ermutigen, an die Wahrheit zu gehen. Möglicherweise verheimlichst du etwas deinem Ehepartner oder deinen Kindern oder deinen Eltern. Du belügst schon seit längerer Zeit deine Umgebung und hast Angst, nur daran zu denken, was alles passieren könnte, wenn das ans Licht kommt. Solch ein Leben voller Schuld, innerlicher Schmach ähnelt einem Gefängnis. Brich da raus. Rufe Namen des Herrn, bete, faste und bekenne. Leg die Lüge ab. Erfahre die wahre Freiheit. Gerade weil wir neue Menschen sind, die Gott zu seiner Ehre geschaffen hat, sollten wir die Lüge ablegen und Wahrheit reden. In Epheser 4, Vers 25 heißt es, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Somit will ich uns ermutigen, auch bei der Wahrheit zu bleiben. Das bedeutet nicht allen Worten Glauben schenken. Das bedeutet zu überprüfen, ob das Gehörte wirklich der Tatsache entspricht. Gerade an diesem Punkt versündigen wir heute recht schnell und häufig. Die Frage an dieser Stelle ist, wonach jucken meine Ohren? Wonach ist mein Herz aus? Sind das Gerüchte, brisante Neuigkeiten, Verschwörungstheorien oder ähnliches? Es liegt an uns, ob wir uns darauf einlassen oder uns davon fernhalten. Ob wir uns an die teuflische Küche beteiligen oder dem Entschieden ein Ende setzen. Gott segne uns, immer wieder an die Wahrheit ans Licht zu gehen, bei der Wahrheit zu bleiben und Wahrheit zu reden. Denn falsche Zunge ist Gott ein Gräuel. Amen.